Ja, nachdem, dass man jetzt schon alles über mich weiss, möchte ich euch noch ein paar Sachen fragen. Habt ihr übrigens schon unterwegs im Auto mit dem Handy telefoniert? Oder noch viel schlimmer, habt ihr unterwegs am Steuer schon ein paar SMS geschrieben? Geht ihr zwischendurch aufs WC und schreibt noch ein paar E-Mails? Oder unter dem Tisch so schnell bei Freunden am Nachtessen noch schauen, ob ihr im Facebook noch existiert? Und sagt ihr vor dem Einschlafen primär am iPhone gut Nacht und nicht der Person, die neben euch liegt? Also, wenn ihr jetzt mehr als dreimal nicht Ja geantwortet habt, dann seid ihr ein Fall für meinen nächsten Gesprächspartner. Sie ist nämlich Digitaltherapeutin. Sie weiss, ihr müsst dringend in die Rehab. Was das genau bedeutet, digital gesagt, das wird sie euch jetzt erklären. Herzlich willkommen, Anitra Eckler. Hallo. Frau Eckler, freut mich. Hallo. Geben Sie Acht, ich zeige ab sofort Ecken und Kanten. Ja. Ja, und übrigens das Handykanten? Das mit dem Tr Anitra, da bin ich drüber gestolpert. Ist das eine Inspiration aus der Astrologie oder sind Sie so getauft? Ich bin tatsächlich so getauft. Das kommt von Anitras Tanz. Ein wunderschönes Musikstück von Edvard Grieg, also wer es noch nicht kennt, empfehlenswert. Und das liebten meine Eltern beide, sodass sie bei der Frage, wenn es ein Mädchen wird, fangen wir doch mal mit A an, haben sie beide wie aus einem Mund Anitra gesagt. Schön. Und dann habe ich diesen Namen bekommen. Und inzwischen, ich liebe den Tanz, er spiegelt ein bisschen meinen Charakter wieder. Also ist so eigentlich mein musikalisches Horoskop. Tönt toll. Ja. Jetzt möchte ich Ihnen offenbaren. Also ich habe Facebook. Ich auch. Ja. Schreibe regelmäßig SMS, ich check meine E-Mails, ich bin, ja, sagen wir mal, mit dem Handy regelmäßig unterwegs. Bin ich für Sie ein hoffnungsloser Fall? Überhaupt nicht, wenn Sie die Geräte im Griff haben, dafür sind Sie ja da. Also ich habe auch ein Handy, ich bin auch auf Facebook, ich schreibe auch E-Mails, ich bin sogar bei WhatsApp, aber ich habe festgestellt, dass ich eines Tages nachgerechnet habe, dass ich schon 2,5 Jahre versurft und 1,5 Jahre ver-E-Mailt hatte, weil ich rund um die Uhr kommuniziert habe. Ich habe nicht mehr abgeschaltet. Und wenn man das Abschalten wieder lernt, und ich habe es selber auch wieder gelernt, dann hat man viel mehr Lebenszeit. Und ich beute heute radikal den digitalen Segen aus. Das heißt, ich habe das Gerät wieder im Griff und ich bin nicht so wie viele Menschen am Flughafen, die mobile Freiheit so interpretieren, dass ich sehe da lauter Business-Casper am Flughafen immer rumkrabbeln. Die Suche nach auf der Suche Stecker. Nach Strom. Ja, ja, genau. Und wenn wir mobile, ja, das ist so. Und wenn wir mobile Freiheit so interpretieren, dann, glaube ich, braucht man eine Digitaltherapie. Also Sie haben eine Suchtvergangenheit. Wenn Sie es so nennen wollen, ich würde sagen, ich war einfach irrsinnig begeistert von dem, was ich getan habe. Ich habe Internetfirmen aufgebaut, 15 Jahre lang, und ich war immer eine riesen Internet-Enthusiastin. Und da denkst du halt einfach, du willst an die Börse mit deinem Startup und du kommunizierst rund um die Uhr. Ich war früher die Postpest im E-Mail-Eingang meiner Mitarbeiter, weil ich halt am Wochenende endlich mal Zeit hatte zu arbeiten. Und dann machst du Management bei E-Mail. Und irgendwann merkst du, selbst deine jungen Menschen, die schaffen das nicht. Diese ständige Erreichbarkeit brennt die Leute aus. Und dann muss man sich überlegen, was machen wir falsch? Warum sind wir E-Mail-wahnsinnig? Warum sitzen wir abends in Restaurants und schauen häufiger aufs Display als in die Augen desjenigen, den wir lieben? Und dann wundern wir uns, dass in jeder dritten Scheidungsklage Facebook und Handy als Worte vorkommt. Und da muss man was ändern. Zivilcourage zeigen, Nein sagen. Gab es denn bei Ihnen so ein Initialerlebnis, dass Sie daran gemahnt hat, dass man da die Apparate wieder in den Griff kriegen muss? Ja, meine Lebenszeitrechnung, da kam ich überhaupt erst mal drauf, indem ich eine Studie gelesen habe. Und da stand drin, ein Mensch, der heute 75 Jahre alt wird, der verschläft 23 Jahre seines Lebens. Er verbringt. Kann ja schön sein. Das kann sehr schön sein, wenn man so wach schläft. Wenn man gut träumt. Sie sind Skorpion, habe ich gehört. Genau. Ich lasse. Nein, ich sage nichts, was man über Skorpione sagt. Ich habe das schon verstanden. Okay. Nein, die Skandalzeilen in der Studie waren, dass ein Mensch, der heute 75 wird, der verbringt 8 Lebensmonate mit Löschen unerwünschter E-Mails, also eigentlich mit Müll rausbringen, 6 Jahre im Internet. 6 Lebensjahre im Internet und jetzt kommen die 2 Skandalzahlen. 14 Tage mit Küssen,
12 Stunden mit Orgasmen. Und mit der Orgasmuszeit, da bin ich... Da muss ich sagen, das Verhältnis stimmt nicht mehr ganz. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Lieber 6 Jahre mit Orgasmen verbracht. Genau, oder? Jetzt wusste ich aber bei der Studie nicht, haben die mehr Männer oder Frauen gefragt? Ja, das wäre ja auch noch interessant gewesen. Für mich war aber das Faktum, als ich das sah, 14 Tage Kusszeit, habe ich mir gedacht, so, ich muss meine Internet- und E-Mail-Zeit runterschrauben und an der Kussbilanz arbeiten. Mhm. Und ja, und deswegen, das mache ich heute, wenn ich Vorträge halte. Wirklich, ich küsse die Menschen wieder, die freuen sich. Es gibt nämlich immer im Publikum Leute, die melden sich nicht, wenn ich frage, wer hat gestern geküsst, melden sich ganz viele nicht. Wenn ich frage, wer hat von Ihnen gestern E-Mails gelöscht, melden sich die meisten mit 2 Armen, ja? Und daran muss man arbeiten. Und dann wurde mir bewusst, wie wertvoll diese Lebenszeit ist. Und mir wurde bewusst, dass ich auch ein bisschen ein Smartphone-Zombie geworden bin. Und dass ich meinem Handy nachts gute Nacht sage, nochmal ein Last-Check-In, ja, zu gucken, ist was Schönes, ist was Schlimmes. Dann habe ich Produktivitätszahlen gelesen für Unternehmen. Die Leute, wir arbeiten heute in der Mailbox. Wir lassen uns von der nächsten Unterbrechung sagen, was wir als nächstes tun. Da gibt es ja auch eine tolle Statistik, dass man alle 11 Minuten unterbrochen wird und man eigentlich gar nicht mehr zum Denken kommt, weil es kommt ein E-Mail, man geht das checken, geht dann zurück an die Arbeit, das braucht wieder ein paar Minuten, bis man drin ist und 11 Minuten später ruft schon das Nächste. Also man kann gar nicht mehr denken. Ja, das nennt man Sägeblatt-Effekt. Wir arbeiten eigentlich heute wie so ein Marathonläufer, dem alle 11 Minuten der Schnürsenkel aufgeht. Mhm. Der kommt auch ans Ziel. Es geht ein bisschen länger. Aber diese Dauerunterbrechung, die verursacht Folgendes. Wir werden süchtig nach dieser Dauerablenkung. Weil eine Ablenkung... Das ist wie ein Stückchen Schokolade. Ja, da kommt so eine kleine Dopamin-Adrenalin-Dusche, Aufmerksamkeitsreiz. Ich habe ein Like auf Facebook. Ja, ich habe ein Like. Jemand findet meinen Sonnenuntergang wieder mal den schönsten Sonnenuntergang, den die Welt je gesehen hat. Nee, oder auch bei der E-Mail. Wir denken ja immer, ich gucke nur mal ganz kurz. Ich gucke nur mal ganz kurz, ob es was Schönes oder was Schreckliches ist. Das Problem ist, aus diesem ganz kurz wird dann etwas länger. Sie kennen das, im Auto zum Beispiel E-Mails checken. Das wirkt übrigens wie 0,8 Promille. Weiß man dann auch, wie viele Betrunkene draußen rumfahren, die an ihrem Smartphone rumdatteln. Mhm. Man hat eigentlich gar keine Zeit, E-Mails abzurufen. Man macht's aber trotzdem. Und dann beginnt man noch mit dem Hirn auf Halbmast zu antworten. Und wenn das Hirn jetzt daran gewöhnt ist, dass Dauerunterbrechung unser Normalzustand ist... Gibt's dann, eine Sucht. Dann. Ja, dann können wir uns nicht mehr konzentrieren. Und das ist fatal für die Produktivität. Sie haben 2 Bestseller geschrieben, dass also E-Mail und Facebook dumm, blöd, impotent und was auch immer noch machen. Dick, doof und unattraktiv. Genau. Ihnen? Ich bin nicht so oft auf dem Internet. Nein. Ich auch nicht. Eben, das verbindet uns. Nein, gibt es dann Blitztherapien, um da aus diesem Elend rauszukommen, sozusagen eine Rehab fürs 2014? Ja, das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass wir alle einsehen, es gibt den digitalen Segen, aber wir sollten uns nicht von den Medienmöglichkeiten sagen lassen, wie wir den digitalen Segen nutzen, sondern von unserem gesunden Menschenverstand. Das heißt, nur weil es medienmöglich ist, in Nanosekunden E-Mails zu verschicken und zu bekommen, brauche ich doch nicht die Erwartungshaltung haben, dass ich dann auch Antwort kriege in dieser Zeit. Mhm. Nur weil es medienmöglich ist, auf Facebook Tagebuch zu führen, öffentlich, müsste mir doch mein Menschenverstand eigentlich sagen, dass das unklug ist und total beschissen für meine Reputation. Das heißt, zurück zum Menschenverstand und begreifen, das Betriebssystem für den technologischen Fortschritt, das ist nicht die Technologie. Das sind wir mit unserem Herz und mit unserem Hirn. Wir dürfen uns nicht zur Maschine machen lassen. Haben Sie so Tagesregeln? Also Sie brauchen Ihre Mails oder checken Ihre Mails 2-mal im Tag? Oder ja, E-Mail-Öffnungszeiten. Öffnungszeiten, das habe ich begonnen, das kann ich jedem empfehlen. Ich öffne nur noch 2-mal am Tag. Das kommuniziere ich auch auf meiner Webseite, sage ich jedem, der mit mir arbeitet. 1-mal vormittags, 1-mal nachmittags. Und ich checke auch nur E-Mails. Wenn was nicht wirklich wichtig und dringend ist, antworte ich vielleicht gar nicht mehr am selben Tag. Bin ja nicht meine eigene Post-Uschi. Ich arbeite lieber für mein Geld. Dann habe ich gemerkt, das ist auch ein Tipp, probieren Sie das aus. Ein Telefonanruf kann oftmals eine Kette unnützer E-Mails ersparen. Weil Sie hören am Telefon, an der Stimme, die menschliche Emotion.
Und da können Sie zum Beispiel für den Vertrieb, ganz wichtig, immer wenn es um Geld geht oder um Liebe, lieber wieder anrufen. Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Und wie oft eskaliert ein Beziehungsstreit per E-Mail, per SMS oder per WhatsApp? Die Scheidung per SMS, ja. Der Knigge sagt übrigens, es ist inzwischen in Ordnung. Man darf per Textnachricht eine Beziehung beenden. Ach so. Ich denke mir, es ist nichts in Ordnung, was ich jemandem nicht ins Gesicht sagen kann. Das sage ich ihm auch nicht per Textnachricht. Wenn man jetzt eingeladen ist und die Menschen am Tisch noch schnell schauen, ob sie auf Facebook noch existieren, wie reagieren sie? Die gucken, ob Facebook noch steht, meinen sie, ja? Das können die gerne einmal machen, aber für mich sind eigentlich Handymanieren die neuen Tischmanieren. Ich habe mir so ein Zen-Prinzip zu eigen gemacht. Also ich versuche, wieder aufmerksam im Moment zu sein und den Moment voll und ganz mit all meinen Sinnen zu erleben. Das heißt, wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich mit jemandem spreche, dann spreche ich mit dem. Und wenn mein Gegenüber halt lieber mit seinem Handy essen möchte, dann können Sie ruhig nach Hause gehen. Dann kann ich ja gehen, dann kann ich ja was anderes machen. Das sage ich dann aber auch. Das ist für mich die neue Art der Zivilcourage, aufzustehen und zu sagen, wenn du das machen willst, gerne, ist deine freie Entscheidung, wir sind freie Menschen, aber ich mache mir dann andersweitig einen schönen Abend, weil wenn du aufs Display schaust, sehe ich deine schönen Augen nicht. Verzweifelte Eltern mit ihren Kindern, wie kann man sich da durchsetzen? Ist eine schwierige Gratwanderung zwischen, also die Grenze zwischen Fluch und Segen ist ja sehr dünn. Und ich erlebe das sehr oft, dass Eltern sich beklagen, dass die Kinder, die kennen sie nur noch mit dem Scheitel, weil die halt 48 Stunden am Tag an WhatsApp kleben. Jetzt sind es komischerweise oftmals auch Eltern, die selber ein komisches Medienverhalten haben. Ja? Der Papa, der nicht mehr abschaltet, sondern ständig auf Standby ist, der noch dran geht, wenn der Chef um 21 Uhr anruft. Eltern, die auch mit dem iPad und mit dem iPhone vorm Fernseher sitzen, mit Second Screen arbeiten. Da braucht man sich dann nicht wundern, dass die Kinder sich geborgener auf Facebook fühlen. Aber ich glaube, es muss Regeln geben. Und ich bin kein Freund von Verboten, aber ich glaube, bei Kindern braucht es manchmal ein paar Verbote. Also ich würde zum Beispiel das Handy nicht mit dem Kind im Bett schlafen lassen. Das soll woanders aufladen. Und wenn man mal den Schrank abschließen muss, wie beim Alkoholikerschrank, bitteschön, dann merken die Kinder, die Welt geht nicht unter, wenn sie nicht im Sekundentakt kommunizieren, dass sie auch noch am Leben sind. Regeln ausmachen, also ich habe mit Freunden, wir haben mal so ein Schweinchen aufgestellt und haben gesagt, okay, wenn sich jemand daneben verhält, 5 Euro ins Schwein. Und wenn das Schwein sich gefüllt hat, dann gehen wir alle analog ein richtig schönes Bier trinken. Das Schwein wurde sehr schnell voll. Das heißt, sowas im Familienleben. Ich bin ein Freund von spielerischen Regeln, also Wettbewerbe machen, den Kindern es vorleben. Ich glaube, das Beste, was man zeigen kann, ist eigene Medienkompetenz. Mal zu sagen, weißt du was, wir machen mal was total Verrücktes. Wir gehen ohne unser Handy aus dem Haus. Und, und wir finden den Weg trotzdem. Und wir fotografieren die Dinge nicht, ja? Wir erleben sie. Weil früher haben wir uns über die Japaner aufgeregt und heute sind wir alle Japaner. Wir fotografieren alles und ständig. Also dieses wieder Erleben schmackhaft machen, das muss ich ja mit meinen Kindern machen. Wenn ich denen alleine sage, du geh mal raus und wirst mal sehen, draußen ist auch ganz toll, kannst du tolle Abenteuer erleben, da gähnen die. Also muss ich, glaube ich, da ein bisschen auch motivieren und vorleben. Das ist das Einzige, was hilft. Und an den Schulen brauchen wir, was ich erlebe an Schulen, das ist vielleicht noch ganz interessant, ältere Lehrer lehnen die Medien oftmals ab. Jetzt habe ich aber auch erlebt, der andere Schrecken sind oftmals junge Lehrer, die dann zum Beispiel so medienkompetent in Anführungszeichen sind, dass sie Peinlichkeiten aus Schularbeiten auf ihren Facebook-Profilen veröffentlichen und dazu schreiben, schaut mal, wie blöd meine Schüler sind. So lernen es die Schüler dann auch nicht. Also man muss, jeder ist gefragt, ein Beispiel vorzuleben und ich glaube, das pendelt sich ein. Wir haben zurzeit ein radikales Fehlverhalten und jetzt versuchen wir es radikal zu sanktionieren. Und ich glaube daran, dass der gesunde Menschenverstand auch 2014 überleben wird. Und irgendwann haben wir es dann im Griff. Vielen herzlichen Dank. Ich habe die Lektion begriffen. Dankeschön. Danke. Also, vielen Dank, wir hoffen, dass ihr spürt, es gibt eine Zukunft ohne Facebook, ohne Handy und eine ohne Internet. Man darf es brauchen, aber mit gesundem Menschenverstand. Und genau das wünschen wir euch. Aber letztendlich zählen die wahren Geschichten, die wahren Begegnungen. Ich habe noch keinen Kuss gekriegt. Und dreimal. Und darum wünschen wir euch Geschichten mit Leib und Seele auf das 2014. Jetzt geht es wieder mit dem NZZ-Format. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Tschüss. We'll be right back.
Ich höre, was das Herz sagt. Ich beruhige Herzen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbacher.